Geht's schon weiter? Genau, wir haben wir sind ja fleißig an Neos 9 und jetzt ist tatsächlich das erste wirklich produktive Neos 9 Projekt live gegangen für den Kunden schon seit einigen Monaten, soweit ich weiß. Und ich freue mich, dass Bernhard jetzt auch die Freigabe bekommen hat, davon zu erzählen und das zu zeigen. Also produktiv neben dem Starship natürlich, also das hat er ja schon gezeigt. Also ist so streng genommen schon das zweite produktive Neos Projekt, aber ja. Vielen Dank. Tatsächlich hatte ich die Hoffnung, dass ich die Freigabe bekomme, das vorzustellen im Detail. Die habe ich tatsächlich bisher noch nicht. Das heißt, ich kann nicht so wirklich auf Interna eingehen, aber ich kann natürlich ein bisschen was zeigen, weil die Seite ist ja online. Das Spannende an dem Teil ist eigentlich das Intranet, das kann ich halt jetzt nicht zeigen, aber die öffentliche Seite ist ja kein Problem. Dazu. Also in erster Linie geht es auch tatsächlich gar nicht so sehr drum, um die Internetseite. Das ist in erster Linie erstmal eine Corporate-Webseite für, das ist die Automobilgruppe Nord AG. Die ist halt jetzt live, jetzt auf Neos 9, seit Anfang September. Wir sind gelauncht. Also wir wollten nicht auf der Beta 11 launchen, dann haben wir noch ein paar Bugs gefunden. Dann haben wir gesagt, alles klar, machen wir noch schnell die Beta 12 extra für das Projekt fertig. Dann ist das Release davon gescheitert. Also sind wir jetzt auf der Beta 13 live gegangen. Ich meine, das kann schon schief gehen. Seine Seite ist jetzt gar nicht so super viel besonders, weil es gibt halt Content-Elemente und es gibt Seiten und es gibt ein bisschen semantische Content-Types. Das Spannende ist, glaube ich, eher der Prozess, so was muss man so beachten, wenn man jetzt umstellt auf Neos 9. Also zum einen ist das Ganze halt, ja, es ist stabil genug, offensichtlich, ansonsten hätten wir das nicht gemacht. Und insbesondere, wo muss man jetzt irgendwie drauf aufpassen, was ist jetzt anders als früher? Da ich ja nicht so viel intern zeigen kann, gucken wir gleich für die Beispiele tatsächlich nochmal ins Raumschiff, weil das da halt identisch ist. Weil es halt die nächste gleiche Neos-Version. Ja. Genau, worauf man sich so ein bisschen einstellen muss. Und das ist für Redakteure jetzt tatsächlich neu. Das ist so, dass das redaktionelle Interface sieht ja erstmal genauso aus wie sonst auch. Das Problem an der ganzen Sache oder das, was jetzt anders ist, ist der Art, wie Workspaces funktionieren. Das ist, glaube ich, so das allererste, womit Redakteure in Kontakt kommen und wo man man muss ja erklären können, wie das Ganze funktioniert. In Neos 8 ist es ja so, dass sämtliche Workspaces von der Darstellung her ein Fallback auf Live machen. Das heißt, sobald auf Live eine Änderung auftaucht, sehe ich die sofort. Das ist in Neos 9 nicht mehr so. Die Workspaces sind ja prinzipiell, die leiten halt vom gleichen Base Workspace live ab. Insbesondere sind die aber der Zustand ist halt unabhängig voneinander. Ne? Das heißt, die Redakteure im einen Workspace können halt Notes löschen, die anderen können parallel Inhalte darunter anlegen und dann gibt es halt interessante Konflikte. Ja, das gucken wir uns auch gleich mal an. Das ist was dann im Prinzip das beeinflusst halt so ein bisschen den redaktionellen Einfluss, redaktionellen Workflow, klar. Also früher war es immer so, wer zuletzt published, gewinnt. Jetzt gewinnt, wer zuerst published. Und die anderen Leute müssen dann mit den Konflikten umgehen, ähnlich wie das bei Git oder sonstigen kollaborativen Systemen auch ist. Da gibt es ein bisschen Hilfe für. Und wenn jemand anderes was nach live gepublished hat, dann sehe ich das, wie gesagt, nicht sofort, sondern muss erst nochmal einen Workspace synchronisieren. Das können wir einfach mal kurz simulieren, indem ich mich einfach jetzt mal jemand anders einlogge. Oder hier haben wir zum Beispiel auch den Fall in dem Projekt, dass man irgendwie Missionsberichte schreiben kann, die werden direkt in live gepublished. Was nehmen wir denn am besten? Am besten mal noch einen anderen Browser. Dann simulieren wir mal jemand anderes. No. Ich glaube, das mit dem kann sein, dass das mit dem User simulieren noch nicht so gut funktioniert.
Müssen tatsächlich mal gerade ein Passwort setzen und uns direkt einloggen. Na, nichts darf man wieder. Das ist der ganz klassische Vorführeffekt, ja. Aber wenn man nicht weiß, was man Sachen machen soll, einfach mal Sessions destroyen. So, dann. Wir müssen mal so eine Snowboard-Tour machen, um die ganzen Sachen anschließend zu fixen. Dann loggen wir uns halt mal wirklich als der ein. Ja, das heißt, ich kann jetzt irgendwo, was weiß ich, hier steht irgendwas von CMS 9.0, dann schreiben wir einfach mal hin, ja, es ist irgendwie Beta 13. Und das kann ich jetzt noch live veröffentlichen. Ja, also das sieht man auch schon, also Publishing früher war einfach nur einen Knopf drücken und danach, ja, hoffentlich hat es geklappt. Mittlerweile gibt es dann hier auch im Zweifelsfall einen Konfliktfall, das können wir uns gleich noch angucken. Und ansonsten hat hier den Prozess, der abgebildet wird. Und wenn ich jetzt hier mir die Startseite ansehe in meinem Workspace, ne, also erstens mal, das ist ja die hier, sehe ich die Änderung jetzt bei mir nicht. Live sehe ich sie halt schon. Und hier sehe ich sie erst, wenn ich hier oben auf den Sync-Button drücke. So, das ist tatsächlich was, was man Redakteuren dann jetzt erklären muss. Das ist halt anders als früher. Aha, das bedeutet, auf Live ist was passiert, was ihr noch nicht seht. Damit ihr das sehen könnt, müsst ihr erstmal auf diesen Knopf drücken. Wenn ich das dann tue und keine Konflikte auftreten, dann sehe ich das dann auch, wahrscheinlich nach Reload. Mal gucken. Ne? Hier sind noch ein paar zu viele Vorführeffekte drin tatsächlich. Mal gucken. Es kann auch noch ein Content-Cache-Problem sein, dass ich da irgendwas versemmelt habe. Naja, auf jeden Fall ist es hier noch nicht. Also hier sollte es dann eigentlich auftauchen. Aber das ist halt die Art, wie halt solche Dinge dann aufgelöst werden können. Das heißt, also das muss man halt wissen. Das ist halt so. Und das dann halt den Redakteuren zu erklären, ist halt ein bisschen, muss man halt tun. Ansonsten hat sich am Interface ja gar nicht so super viel geändert. Es gibt jetzt mehr Konfliktmeldungen tatsächlich. Wir haben ein paar Safeguards eingebaut. Früher war es zum Beispiel möglich, ich erstelle eine Node und darunter nochmal eine Node und dann publish die untere zuerst und das hat geklappt. Und dann discarde ich die obere und dann ist schade. Weil dann hat man so eine Orphaned Node, wie man sie kennt, erzeugt. Das geht in 9 tatsächlich nicht mehr. Das heißt, wenn ich jetzt hier hingehe und hier mal was Neues anlege, und ich versuche die jetzt zuerst zu publishen, dann kriege ich folgende schöne Fehlermeldung. Die ist schon so ein bisschen poliert. Ja, kann ich nicht publishen. Vermutlich fehlt die Parent Node. Guck mal, ob du die schon gepublished hast. Das ist halt so der neue Konfliktdialog. Wann immer ich irgendwas versuche, was nicht funktioniert, dann kriege ich jetzt so einen interaktiven Dialog, mit dem ich Dinge tun kann. Da ist noch ein PR von Wilhelm offen. Da kriege ich dann, also in dem Fall kann ich nicht viel machen, weil es geht halt einfach nicht. Ich muss halt die Parent Node zuerst publishen. Aber es kann ja zum Beispiel sein, dass ich irgendwas publishen will, dessen Parent Node auf Live schon gelöscht wurde. Und dann muss ich damit ja irgendwie umgehen können. Ne? Also im Sinne von, ich überschreibe das jetzt nicht einfach mit meinem State und dann ist halt die Node wieder da. Also ja, das funktioniert schon irgendwie, ging ja in 8 auch.
Aber wer auch immer den Node gelöscht hat, hatte sicher was dabei gedacht. Also da entsteht halt offensichtlich ein Konflikt, den ich irgendwie durch im Zweifelsfall Reden mit einem Kollegen irgendwie lösen muss. Und dann gibt es verschiedene Konfliktlösungsstrategien, wie zum Beispiel, na okay, dann verwerf bitte meinen ganzen Workspace oder ja, apply halt alles, was irgendwie geht und verwerf den Rest. Oder brecht es ab, wir müssen nochmal drüber reden, vielleicht muss man die Node irgendwie wiederherstellen. Das ist halt jetzt wirklich auch anders in neuen. Genau. So, ansonsten, an Fusion hat sich tatsächlich gar nicht so super viel geändert. Das Schöne an Fusion-Integration ist ja, dass man über diese Flow-Query-Operationen und EL-Expressions gar nicht wirklich mit dem NEOS-Modell von Nodes und so weiter interagiert. Das heißt, man schreibt ja irgendwie QNode-Parent und das, was da im Hintergrund passiert, ist ja komplett weggekapselt. Das heißt, die Operationen funktionieren jetzt tatsächlich immer noch genauso, nur dass im Hintergrund halt was anderes passiert und das Ganze hoffentlich schneller ist als vorher. Spannender wird das Ganze natürlich auf der PHP-Seite. Das hat sich ja grundlegend verändert. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwie einen Importer schreibe oder ähnliches, da muss ich halt, also da kann ich mich, werde ich mit meiner alten Codebase, zumindest was das Schreiben angeht, nicht mehr so viel mit anfangen können. Letztendlich, wenn ich dann nämlich Schreiboperationen habe, ne, früher war das ja immer so, ich hole mir eine Node aus dem Content Repository über den Context Factory und Dimension Preset Source und so weiter. Und dann kann ich da anfangen, Properties drauf zu schreiben oder eine Child-Node zu erstellen und so weiter. Und das geht jetzt halt nicht mehr, weil das alles eben über Commands funktioniert. Das gibt es in der vollständigen Fassung in meinem Talk von vorletzter NEOS-Konferenz. Da ist das ein bisschen erläutert im großen Stil. Wer da Details zu wissen möchte, dem kann ich den Vortrag nochmal empfehlen. Ansonsten gucken wir uns hier mal so ein paar kleine Sachen an. Wenn ich zum Beispiel jetzt also programmatisch mal eine Site anlegen möchte, dann kann man hier mal so beispielhaft mal gucken, wie das halt funktioniert. Genau, ich habe jetzt hier einen Content Repository, das ich mir hole, und auf dem kann ich halt Kommandos ausführen. Es gibt irgendwie einen Workspace, den ich brauche. Gehen wir mal davon aus, dass es den schon gibt. Und jetzt möchte ich hier eine Node anlegen und das ist im Prinzip das, was passiert. Ich brauche das Content Repository und kann sagen, ja, jetzt leg mal bitte eine neue Root-Node an oder leg mal hier bitte eine neue Side-Node an. Und das funktioniert halt jetzt über diese Commands. Genau, das ist halt interessant in dem Moment, wo ich auf der Schreibseite unterwegs bin. Dazu werden wir noch jede Menge Doku verfassen. Aber von der Idee ist es halt jetzt nicht mehr so, dass es diesen Node Active Record gibt. Ich mache eine Node und damit kann ich alles Mögliche machen, sondern ich muss halt Kommandos schreiben und die ans Content Repository übergeben. Also es hat auch durchaus Vorteile. Also das haben wir jetzt nicht gemacht extra, damit es irgendwie fancy oder komplizierter wird. Man stelle sich vor, man hat irgendwie eine Node in einen invaliden Stand gebracht. Zum Beispiel, da ist jetzt eine Property von einem Typ drin, den es nicht mehr gibt. Dann kann ich die ja nicht mehr instanziieren. Das kann einem in NEOS auch durchaus passieren. Was mache ich dann? Das geht halt jetzt einfacher, weil ich halt Properties setzen kann oder Nodes löschen kann, ohne sie vorher zu instanziieren. Weil ich sie einfach bei ID lösche oder bei ID Properties setze. Das ist ganz angenehm. Dann gibt es noch die Leseseite. Also wenn ich jetzt mal, also das ist ja natürlich jetzt hier ohne Fusion immer so eine Sache. Ne? Jetzt mal hole ich irgendwie was aus der Node raus. Die sieht jetzt halt ein bisschen anders aus. Das kann einem ja aber durchaus auch in Fusion-basierten Projekten passieren. Na, dann schreibe ich mal einen E-Helper und der muss irgendwie was aus Elasticsearch holen oder so. Baut irgendwie ein Menü aus der aktuellen Side-Node. Dann muss ich ja auch irgendwie damit interagieren. Dazu haben wir halt das neue Node-Model, das ein bisschen angenehmer ist als das alte, mit dem man interagieren lernen sollte, was ich sehr empfehlen kann. Und eben den Subgraph zum Lesen, aber auch dazu dann entsprechend mehr in der kommenden Dokumentation. Das sind so die Sachen, die man wissen sollte.
bevor man das macht. Also es tut sich, hat sich halt unter der Haube einiges geändert. Also dessen sollte man sich im Klaren sein. Ein Projekt, was jetzt einfach nur mit Fusion auf Nodes operiert und ein paar Parent und Children und so weiter Operationen macht, wird beim Umstieg auf 9 nicht wirklich Probleme haben. Das funktioniert von der API her sehr ähnlich wie vorher. Wenn ich wirklich große Sachen auf Content Repository-Ebene selber machen, wie zum Beispiel Importer, dann werde ich einiges an Arbeit vor mir haben, das umzuschreiben. Das ist einfach so. Das ist auch tatsächlich was, was wir in unserem Projekt, was wir da aufgesetzt haben, auch bemerkt haben. Es hat sich ja dann doch in den letzten Monaten und dem letzten Jahr noch ein bisschen was getan seitens der API vom Content Repository, vom neuen. Wir sind damals auf der Beta 4 gestartet und jetzt haben wir auf der Beta 13 gelauncht. Das war so einer mit der Gründe, warum wir auch PHP Sten auf so hohem Level einsetzen. Es gibt halt Änderungen an der API und die entgehen einem so halt nicht. Also wenn man irgendwie eine PHP-Heavy-Applikation hat und die gerne auf Neos 9 updaten möchte, kann ich das wirklich sehr empfehlen, eine statische Analyse einzubauen auf einen einigermaßen plausiblen Wert, den man auch unterstützen kann, damit man einfach ein bisschen Hilfe hat bei den API-Changes. Oh, ansonsten, was bisher auch immer mal so der Fall war, wir haben halt immer noch so ein paar kleinere Bugs gefunden in den Betas jetzt. Das war auch der Grund, warum wir jetzt hier für den Launch tatsächlich nochmal extra quasi eine Beta rausgebracht haben, um die ja halt zu beheben, damit das halt final stabil ist. Die Beta 13 ist was, mit der man halt wirklich arbeiten kann. Da laufen jetzt, wie gesagt, schon seit Monaten einige Projekte drauf. Die laufen auch stabil, das ist alles prima. Wir haben jetzt noch ein paar kleinere Änderungen vor, also von der Oberfläche her kleinere Änderungen, die sich intern hauptsächlich abspielen, die das Ganze noch ein bisschen stabilisieren. Prinzipiell ändert sich jetzt aber wirklich nichts mehr. Das ist ja tatsächlich was wir uns auch so ein bisschen auf die Kappe nehmen müssen, dass wir halt relativ sicher waren schon letztes Jahr, hey, das Ganze wird halt so und so aussehen. Und dann doch nochmal auf Probleme gestoßen sind und entsprechend uns nochmal umentschieden haben an der einen oder anderen Stelle, was halt durchaus Auswirkungen nach außen hatte. Aber mittlerweile, also ich meine, der Release steht ja tatsächlich vor der Tür. Wir planen es ja wirklich dieses Jahr noch aus der Tür zu bringen. Das ist tatsächlich so ein Stand, mit dem man jetzt durchaus ein Projekt starten kann. Genau. Eine Sache hatte ich noch. Ach so, ja genau, Third-Party-Packages. Ursprünglich sollten wir eigentlich es sollte ja um Intranet gehen. Das Schöne am Intranet ist, man braucht keine Suchmaschinenoptimierung, weil die Suchmaschinen das ja eh nicht lesen können. So, natürlich ist es ganz nett, irgendwie jetzt nicht 17 Megabyte große Bilder da reinzustellen, allein schon für die Endnutzer. Aber so die großen SEO-Features brauchen wir da jetzt nicht unbedingt. Dann wurden wir tatsächlich beauftragt, ja auch noch das Extranet zu bauen, also hat die Corporate-Webseite, und dann brauchten wir plötzlich das SEO-Package und das war noch nicht kompatibel mit der Beta 13. Die Kinderkrankheiten sind da jetzt auch raus, das heißt, sowas wie den Redirect-Händler oder das SEO-Package, dann den Elasticsearch-Indexer hier von Sandstorm. Die sind jetzt auch alle kompatibel zu der Beta 13. Es sind noch nicht alle Pakete, die da draußen sind und viel verwendet werden. Aber jetzt ist auch so spätestens der Zeitpunkt, wo man gefahrlos die anpassen kann und sagen kann, hey, wir brauchen jetzt das Package, wir ziehen das jetzt gerade nochmal auf die neue Version hoch und dann ist das auch safe für den Release. Ja, und ansonsten, wie gesagt, so an dem, wir haben jetzt für Neos 9 hauptsächlich den Unterbau umgebaut. Das heißt, wie gesagt, an der Oberfläche passiert gar nicht so viel. Die Sachen, die man jetzt so wissen muss, bevor man das halt angeht, wo man halt in die Entscheidung treffen kann, ja, gehen wir jetzt noch auf der LTS, weil die hält ja auch noch eine Weile, die 8.3, es wird ja auch nochmal die 8.4 geben, die auch nochmal eine relativ hohe Lebenszeit hat. Oder starte ich jetzt ein Projekt auf der 9? Im Prinzip gibt es noch beide Optionen, klar. Die 8er hält ja noch eine Weile. Aber wir sind jetzt auf dem Stand, wo wir recht zuversichtlich sind. Und jetzt tatsächlich auch
Live-Beispiele haben, dass das durchaus schon geht, auf der neuen zu starten. Und da wollten wir hin. Und dann geht das hoffentlich dann auch mit einer Release fertig, also mit einer Release-Version. Genau. Habt ihr Fragen? Also, ich meine, befindet sich gerade jemand so im Entscheidungsprozess? Hey, wir haben jetzt ein neues Projekt, setzen wir das auf 8 auf oder auf 9? Und ist da noch Entscheidungsfragen, Ängste, Sorgen? Also ich kann jetzt zum Beispiel auch vom Raumschiff beschreiben, also ein Problem, was wir halt so sehen, gerade beim Event Source Content Repository ist, das läuft halt irgendwann voll. Ne? Also es werden ja immer Events erzeugt. Jedes Mal, wenn ich so ein bisschen Text tippe, ist das ja ein eigenes Kommando, was abgeschickt wird, das im Event Store nachher landet. Da sind dann wirklich so einzelne Textschnipseländerungen tatsächlich als einzelne Events abgespeichert. Das ist voll schön. Wir sehen auf 2 Sekunden genau, welcher Redakteur was gemacht hat. Man kann sich aber vorstellen, mit der Zeit werden das halt wirklich viele Ereignisse, die dir auflaufen. Hier das Raumschiff haben wir upgedatet, also wir im Sinne von ich, damals, ich glaube so vor einem guten Jahr, als Beta 4 aktuell war. Da sind mittlerweile so um die 150.000 Events im Event Store aufgelaufen, weil da doch redaktionell ein bisschen was unterwegs ist. Und das Schlimmste, was wir damit machen können, ist halt ein Replay, wo wirklich von Anbeginn der Zeit alles nochmal durchgerechnet wird, in welchem Zustand sich das befindet. Was wir auf jeden Fall mal noch, wo wir die Performance gerne auf jeden Fall noch mal ausprobieren wollen, ist, was passiert, wenn ich jetzt wirklich Dutzende Redakteure habe, die den ganzen Tag nichts anderes machen als Freitext tippen. Weil das ist halt das, wo dann wirklich Last erzeugt wird, wo dann wirklich viele, viele Events geschrieben werden und wie sich das halt mit der Zeit verhält. Da haben wir jetzt noch nicht so viele Erfahrungswerte. Ich weiß auch nicht, wie viele von diesen Projekten es wirklich gibt. Genau. Ja. Keine Frage, nur eine kleine Ergänzung zu dem, das, was du auch sehr schön gerade beschrieben hast, denn was ja die Redakteure wahrscheinlich mit als erstes merken, ist dieses neue Verhalten von dem Synchronisieren der verschiedenen Workspaces. Und zwei Aspekte dazu. Ich denke, wir müssen auf jeden Fall auch in der Kommunikation aufpassen, dass es nicht so rüberkommt, ja, du musst jetzt, eigentlich ist es genau wie früher, nur dass du jetzt auch noch den Button drücken musst, das ist eigentlich alles schlechter, sondern eher ein bisschen in den Vordergrund stellen, diese Konfliktgeschichte und in dem Zusammenhang ist das im Grundkonzept genauso, wie du es beschrieben hast und mit gutem Grund, den du ja auch gerade erläutert hast, dass wir den Konflikt da halt eben proaktiv lösen können und nicht hoffentlich nicht in solchen Zuständen landen, wie das heute teilweise passiert, dass man irgendwelche Nodes plötzlich wechseln im schlimmsten Fall oder man irgendwelche Konflikte hat, weil zwei User parallel Dinge getan haben. Und ich wollte nur noch gerade erläutern, dass wir noch so an User Experience Optimierungen schrauben, zum Beispiel sowas wie, wenn ich lokal gar keine Änderungen habe, dann muss ich natürlich auch theoretisch nicht synchronisieren, dann wissen wir, es kann keine Konflikte geben. Dass wir sowas zum Beispiel unter der Haube schon machen. Ja. Genau. Also Ziel der ganzen Sache, also insbesondere, wie wir uns halt entschieden haben, diese Workspaces voneinander zu trennen, ist wirklich, dass wir Konflikte jetzt explizit lösen. Also, dass wenn es Konflikte gibt, wir die durchaus zum User wieder zurückspielen und die bitte, also wenn sie sich entscheiden, was zu löschen oder was zu überschreiben, dass sie diese Entscheidung bitte bewusst treffen. Und nicht nachher bei der Agentur anrufen und sagen, hey, meine Inhalte sind weg, wo sind denn die hin? Weil das ist halt eine Frage, die wir in Neos 8 einfach nicht beantworten können. So, also vielleicht hat man dieses History-Modul irgendwie installiert, dann kriegt man irgendwie noch so ein bisschen Info, Nutzer hat irgendwie die und die Node gelöscht oder da irgendwie was bearbeitet, aber wer jetzt was in welcher Reihenfolge und welcher Text da jetzt nur genau bearbeitet wurde, das wissen wir einfach nicht. Und das sind halt Konflikte, die wir versuchen, möglichst sichtbar zu machen.
wo die Redakteure sich entscheiden können, idealerweise miteinander reden, was denn die Lösung für ihr Problem ist. Dass zwei Leute an derselben Seite arbeiten, ist ja vielleicht auch schon ein prinzipielles Problem, weil vielleicht sollen sie das gar nicht. Und dementsprechend dann auch Lösungsmöglichkeiten geben. Und das Schöne ist, weil ja auch öfter mal so die Frage ist, hey, was ist denn mit History und vor allen Dingen Undo? Das ist immer so die Frage, ja, man sagt immer so schön, there is no undo in a complex system, und wir sind ein komplexes System. Es wird sich nicht alles undoen lassen. Ja, wenn ich irgendwie eine Änderung mache, irgendwie eine Node lösche und jemand anderes hat darunter was angelegt und ich lösche das irgendwie mit, dann verändere ich ja mit einem Undo nicht nur das, was ich selber gemacht habe, sondern auch das, was andere Leute gemacht haben. Und das ist vielleicht gar nicht so sehr das, was man will. Das Schöne ist, sobald ein Projekt mal auf Neos 9 aufgesetzt ist, kann man sämtliche Arten von Undo, speziell oder Snapshots oder so ein bisschen hier Time Machine, wie man es von Apple halt kennt, sowas kann man auch nachträglich implementieren. Weil alles, was passiert ist, ist ja da. Wir müssen nur die entsprechenden Views dann dafür bauen und vielleicht so interne Replay-Optionen oder nachträglich nochmal Snapshots von bestimmten Uhrzeiten erstellen. Wie war denn die Node noch, bevor ich sie zuletzt gelöscht habe? Was war denn ihr Zustand? Aha, okay, das sind die Inhalte. Das hätte ich jetzt gerne als neue Node anstelle so und so, damit die Inhalte nicht weg sind. Das ist wahrscheinlich eher ein Anwendungsfall als, oh, ich habe letzte Woche was gelöscht, das will ich jetzt irgendwie alles wieder haben oder so. Und vor allen Dingen sind das jetzt zum Teil auch kundenspezifische Anforderungen. Die einen stellen sich unter Undo das vor, die anderen stellen sich unter Undo das vor. Und man kann es halt jetzt einfach alles implementieren. So, auch nachträglich, wie gesagt. Ja, zu dem Undo tatsächlich, weil das hatten wir gerade beim Essen nochmal die Diskussion recht ausführlich. Also ich glaube, um das Beispiel Apple nochmal aufzugreifen, die Funktionalität an sich, was wiederzuholen, ist ja technisch auch im Linux schon länger da sozusagen. Ne? Aber das, was Apple da gemacht hat, ist ja einfach nur eine schöne GUI drauf zu machen, um eben so ein bisschen dieses Ease of Use, und ich kann halt relativ einfach, also ich klicke einfach den Time Machine Button, kann dann zurückspringen, es ist auch noch schön grafisch aufbereitet. Das ist ja so eigentlich der Mehrwert, den dieses Feature hat. Also weil technologisch, sag ich mal, hat ja Apple jetzt das nie erfunden oder gebaut, in die Vergangenheit zu springen. Und ich denke, das ist halt was Neos tatsächlich als großen Mehrwert in irgendeiner Form, also in einer von dieser Varianten, die du gerade gesagt hast, mitliefern könnte, weil das ein riesen Verkaufsargument ist. Also sehe ich auch bei Leuten, die halt jetzt mal den Desktop-Computer übertragen und das halt sagen, okay, das gibt es halt beim Mac, das haben sie bei Windows halt nie. Und das ist für manche Leute tatsächlich einfach ein großes Verkaufsargument. Und ob das jetzt zum Beispiel die Konflikte dann mit nennt und sagt, übrigens, wenn du die Node wieder herstellst, da kommen auch 20 andere Nodes wieder mit her oder sowas, keine Ahnung. Also da kann man sich ja dann entscheiden für eine Variante. Aber das fände ich persönlich, hat man vorhin schon beim Essen nochmal ausgewertet, tatsächlich ein Riesending, weil das ist eins der zwei Features, ich vorhin Sebastian schon erklärt, wo Kunden manchmal sagen, das ist für uns der Ausschlusskriterium des Neos, das halt nie bietet. Und das finde ich halt sehr schade, weil das, glaube ich, einfach was Lösbares wäre. Ja, also das wäre tatsächlich auch was, was so ein Pro-Argument ist, jetzt schon ein neues Projekt auf der neuen aufzusetzen. Na, das Feature mit dem Undo und so weiter, das ist halt jetzt noch nicht da. So. Nichtsdestotrotz, wenn vom Kunden irgendwann mal die Anforderung kommt, so hey, irgendwie eine Node ist weg, wo ist denn die hin? Oder nee, jetzt will ich aber doch Undo haben. Dann kann man halt sagen, ja, können wir dir zur Verfügung stellen, und zwar seit Launch des Projekts nachträglich. So neue Projekte, die jetzt auflaufen bei uns, versuche ich immer gerne so in die Richtung Neos 9 Schiene zu schieben. Also nicht nur, weil ich selber einfach nochmal wissen will, wie es sich in Production wirklich verhält, sondern weil wir halt wirklich sehr, sehr viele Fragen, die vorher nicht beantwortbar waren und die halt ständig kommen, wo ist mein Inhalt hin, wir hatten das gelöscht und so weiter. Wir planen da ja auch noch so das Witch Hunt Package, was so Git, das Git Blame für Content ist, oder wer hat denn das jetzt hier irgendwie veröffentlicht, was ja, also ich weiß nicht, wie sinnvoll diese Anfragen sind, aber sie kommen ja durchaus öfter, dass wir sowas halt einfach beantworten können. Das Wer ist schuld, das Wer ist schuld-Element sozusagen. Wer hat das gemacht? Wer ist dafür? Ja, wer ist schuld, ja. Genau. Ja, super. Noch eine Frage oder eine Anmerkung von Danny?
Ja, ich wollte nur noch kurz ergänzen, weil du so gesagt hast, mit Fusion muss man nicht viel anpassen. Also es gibt auch im Fusion ein paar Sachen, die angepasst werden müssen. Wenn direkt auf die Node zugegriffen wurde, dann kann es sein, dass diese Zugriffe so nicht mehr möglich sind. Genau, also wenn man irgendwie wissen will, was in der Pfad von der Node oder wie tief ist in dem Baum, das weiß die halt nicht mehr. Das ist so ein Unterschied im Modell. Also die Berechnung, wo im Baum bin ich und wie tief bin ich im Baum, sind halt jetzt relativ teuer, weil ich das wirklich berechnen muss und halt hochzählen muss, wie viele Kanten da hochgehen. Dafür ist das Modell insgesamt halt stabiler. Also das ist so ein bisschen Trade-off, also, und das sind, glaube ich, auch wirklich Edge-Cases, wo ich das überhaupt mal brauche. Und für die meisten Fälle gibt es Migration über das Rector, Neos Rector Package, was ja dann auch zur Verfügung gestellt wird, womit man, sagen wir, die wichtigsten Fälle automatisiert umschreiben kann, wenn man jetzt Code migrieren möchte von 8 nach 9. Genau. Also die Migration von 8 nach 9 ist tatsächlich eher so das Thema. Wenn man keine Varianten hat, also keine Sprache, keine Content Dimensions insgesamt, dann ist das gar kein Problem, das geht einfach so. Wenn die dazukommen, wird es ein bisschen knifflig, es kann klappen, es kann aber auch nicht klappen, also je nachdem, wie ich das konfiguriert habe und je nachdem, was so passiert ist. Und wir haben jetzt bisher so ein Import-Skript oder so ein Migrationsskript von alt nach neu, das funktioniert, wie gesagt, also ich habe auch das ganze Raumschiff hier migriert und da war einiges an Inhalt drin, das lief einfach durch und funktionierte, weil das Ding halt keine Sprachvarianten hat, die ist man im 24. Jahrhundert ja glücklicherweise los. Das kann aber, ist aber bei vielen Achterprojekten jetzt halt anders. Und da sind wir jetzt noch dran, dieses Migrationsskript zu finalisieren oder Features zu erweitern und zu gucken, welche Edge Cases gibt es denn eigentlich, wie man das sauber migrieren kann. Ansonsten wäre so die Empfehlung, wenn ich halt jetzt ein 8.3er-Projekt habe und ich brauche nicht unbedingt die Features von 9. Also ich sage mal so, ist ja nicht anders wie bei einer 7.3 oder einer 5.3. Ich update ja nicht ohne Grund auf die nächste Major, wenn ich auf der LTS bin. So, das heißt, ich persönlich rechne jetzt nicht sehr damit, dass ganz viele 8.3er-Projekte jetzt sofort auf die 9.0 gehen. Wie gesagt, das kann gut klappen. Da läuft gerade das Beispiel, wo es halt sehr gut geklappt hat. Gegebenenfalls müssen wir noch nacharbeiten beim Migrationsskript. Das wird gegebenenfalls nochmal ein externes Package ausgelagert, dass ich das unabhängig von der Neos-Version entwickeln kann. Das wird es auf jeden Fall geben, auch vollumfänglich. Das wird wahrscheinlich noch nicht vollständig fertig sein zum Release. Also das wird halt für einfache Seiten, also jetzt nicht anhand der Nodes, sondern von der Dimensionskonfiguration her einfachen Seiten funktioniert das schon. Für komplexere brauchen wir tatsächlich auch mal so ein paar Cases, die geliefert werden, wo das gegebenenfalls nicht klappt, um das noch verbessern zu können. Andersrum für neue Seiten, wie gesagt, vom Scratch aufsetzen, funktioniert schon ganz wunderbar. Falls Zeitgeist so ein Package für Git Blame macht, Package Name Idee, Blame on you. oder Shame on you vielleicht. Ja. Ich wollte gerade noch mal kurz ergänzen, was zu der Frage wegen Undo Redo, weil ich glaube, wurde jetzt nicht so ganz beantwortet. Was ich jetzt rausgehört habe, ist, du würdest eigentlich ganz erwarten, dass Neos 9 mit so einem, zumindest eine Basic-Funktionalität rauskommt. Oder du würdest es dir erhoffen, sagen wir mal so. Ja, die Kunden, ja. Und ich glaube, da gibt es noch eine ganze Menge mehr an solchen Dingen, die wir auch visionieren, wo wir uns selber sogar schon fast bremsen müssen, die jetzt zu machen, weil wir halt in diesem krassen Ressourcenmangel, den wir halt haben, im Fokusmodus sind und versuchen, das Ding aus der Tür zu kriegen. Wir haben schon super Ideen, was man machen könnte, aber das würde halt bedeuten, dass es ganz sicher nicht mehr dieses Jahr was wird. Und deswegen, das wird, glaube ich, auch eine Challenge, das in der Kommunikation. Aber das, solche Dinge werden auf jeden Fall kommen, da bin ich sehr sicher. Genau. Ja. Und der coole Hinweis war ja, selbst wenn man jetzt schon mit Neos 9 startet, dann sind die Daten ja schon mal da, wenn das Feature dann irgendwann kommt, kann das auf die gesamte History in dem Projekt dann zurückgreifen. Das finde ich schon. Ich denke, sind auch, also für mich sind auch relevant, dass wir diverse Sachen, also sozusagen Features, die vorher in Paketen waren, jetzt teilweise im Core integriert sind. Also zum Beispiel sowas wie, du willst eine Property über verschiedene Sprachen synchron halten. Also ne, du hast jetzt Produkte zum Beispiel und da willst du Name dann jeweils sprachabhängig übersetzen, aber die Stammdaten des Produkts, wie jetzt hier die SKU oder wie diese Sachen heißen, sollen überall gleich halten. Das ist halt im Core drin. Oder das ganze Referenzhandling, also was da finde ich relevant ist, ist die Rückwärtsreferenzsuche. Also wenn ich jetzt Tags habe zum Beispiel und Blogposts, dann ist es ja heute so, dass ich sowas wie Elasticsearch brauche, um die Frage zu beantworten,
ich habe einen bestimmten Tag, was ist denn alles damit vertaggt zum Beispiel? Und das kann der Core halt jetzt selber. Das heißt, für solche Fälle braucht man kein Elasticsearch mehr für diese Art von Referenzen. Man kann jetzt auch an die Referenzen noch zusätzliche Eigenschaften ranschreiben. Also wenn ich quasi jetzt sowas habe wie X kennt Y, wie gut kennt er ihn? Also das ist jetzt ein konstruiertes Beispiel, aber es gibt auch auf jeden Fall auf dieser Ebene schon noch diverse Features, die das aus meiner Sicht schon sehr viel runder machen. Und aktuell ist eigentlich eher das Hauptproblem, was jemand jetzt auf dem Sprint zum Beispiel gemacht hat, ist, er hat DocsNeos.io genommen und geupdatet auf die neue Version, ist auch durchgekommen jetzt in dem Sprint jetzt, also hat das lokal bei sich am Laufen. Und das Hauptproblem war nicht sozusagen die DocsNeos.io selber, sondern es waren die ganzen Fremdpakete, die halt da drin waren, ne? Und jetzt sind wir langsam aber an einem Punkt, wo, glaube ich, es immer leichter wird, weil diese großen Pakete halt immer jetzt schon gemacht sind. Genau. Cool, dann würde ich sagen, jetzt haben wir es um 4. Also erst nochmal vielen Dank.